Hallo und herzlich willkommen zurück zu Visage, meine Damen und Herren. Ja, es ist jetzt schon wieder ein paar Tage her, dass die letzte Folge kam. Es gibt immer noch sehr viele Leute, die nach diesem Format schreien. Ich habe eine kleine Ankündigung zu machen, beziehungsweise möchte mit euch eine Kleinigkeit besprechen. Ich habe das Gefühl, dass in den letzten Wochen sehr viel von diesem Format hier auf diesem Kanal zu sehen war und das Interesse stetig nachgelassen hat. Ich möchte einfach nur gerne mit euch zusammen kommunizieren, wie wir jetzt weiter damit umgehen. Entweder ist das jetzt hier die letzte Folge auf diesem Kanal, da könnt ihr jetzt hier oben abstimmen, oder es wird auf dem zweiten Kanal weitergehen. Ich muss auch irgendwie versuchen, so viele Zuschauer wie möglich natürlich mit dem Format zu bedienen. Sehe aber noch, dass Leute dieses Let's Play gerne weitergucken würden. Deswegen überlege ich gerade, das auf den zweiten Kanal zu shiften. Gebt mir da einfach auch gerne mal Feedback in den Kommentaren dazu. Und stimmt gerne oben ab. Entweder aufhören oder auf den Zweitkanal. Jetzt aber hier nochmal eine Runde rein. Ich habe beim letzten Mal diesen Hammer hier bekommen und das zweite Kapitel angefangen. Was ist das überhaupt für ein Raum hier? Sag mal. Du kannst hier wohl ein Bild aufhängen. Ah, okay. Ich soll hier die Bilder aufhängen, die hier rumliegen. Gucken wir mal. Hört sich an, als wenn da jemand krank ist. Warte mal, gibt es hier ein Muster oder so? Oder ist es egal, welches Bild ich hier aufhänge? Oh, es gibt wirklich ein Muster, okay. Warte mal, es ist immer das, das, das und dann das. Wie sieht's hier aus? Hm, das hier brauche ich. Ich kann das sogar nehmen. Ach du Scheiße! Oh, nee, ey. Sowas kann ich ja gar nicht, ne? Aber wenn das hier das Muster ist, dann kommt das, das, das und das. Das heißt, wir brauchen jetzt wieder das, richtig? Ja. Dann kommt nochmal der Mann. Wo ist der? Haben wir den? Wo ist der Mann? Oh, das steht hier so rum. Wir haben den Mann nicht. Und das hier kennen wir noch gar nicht, ne? Okay, Leute, ich habe jetzt hier irgendwie mega lange rumprobiert und habe mir jetzt die Lösung mal rausgesucht. Tut mir leid. Es war mir irgendwie ein bisschen zu stressig. Und jetzt geht die Tür auf. Ich weiß aber nicht, was dahinter ist, okay? Also, ich weiß nicht, was jetzt auf mich zukommt. Jo, der Infusionsbeutel fehlt. Wie kommen die denn jetzt her? Okay, wir müssen irgendwie noch so einen Infusionsbeutel besorgen, oder was? Frage ist natürlich, wo kriegen wir den her? Ne? Wo kriege ich jetzt einen Infusionsbeutel her? Bitte? Lass. Oh nein. Oh Gott, ich hab schon wieder Gänsehaut. Ich komme hier nicht raus. Nein, 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 bitte. Oh nee. Oh Bruder. Oh, mach keinen. Oh nee, mach nicht den jetzt. Oh Scheiße, nein. Ja. Gönn Licht! Oh. Ist keine Kerze, die ich anschmeißen kann. Bruder. Come here. Oh nee. I'm here. Oh.
Hä? Okay, also wir waren jetzt in diesem Raum. Und sie sagt, komm her. Ich bin hingegangen und ich bin tot. Alles klar. Ich würde aber trotzdem gerne diesen Infusionsbeutel finden. Dieser Infusionsbeutel interessiert mich ja schon brennend. Die Frage ist, wo kriegen wir den her? Oh, hier ist auch noch ein Spiegel. Geil. Hau weg die Scheiße. Okay, rein in die Olga. Das haben wir die Oma mal gesehen, ne? Ja, so hässlich war die gar nicht. Hier ist wieder das Babyphone. Oh, ist das Licht angegangen? Hä? Nee. Da komme ich her. Maximale Verwirrung. Ja, wo gehen wir jetzt lang? Ja, Mann, das funktioniert immer nicht. Hä? Will das Spiel mich komplett trollen oder was? Das ist doch wohl ein Witz. Ich habe jetzt eine neue Kassette gefunden. Das habe ich jetzt gerallt. Oh. Ach so, jetzt kann ich hier abspielen. Jo, alles klar, Oma. I now fear for the baby. She has become obsessed with him. She says she can always hear him cry over the baby monitor, even when it's off. She has trouble differentiating him from the dolls in the house. Once she threw a doll away, realizing it wasn't the baby. I am horrified at the idea that she might do the same to the baby, thinking she's holding a doll. I've got rid of all the dolls in the house, and now she keeps on calling him, never remembering where he is. I have to keep a constant eye on both of them. The only time I can get some work done is when she's sedated. It feels like a nightmare. Es wurde irgendwie mit dem Baby Sachen gemacht, weil die Puppen, irgendwas mit Puppen. Ist irgendwas mit Puppen. Okay, wir müssen die Scheiße auf jeden Fall einsammeln. Ja, krasse Story, Alter. Also die Oma auch komplett mental. Wir brauchen immer noch diese Salzlösung oder was das ist, die Infusion da. Ah, hier ist auch noch einer. Okay. Nächster Spiegel. Okay, ich muss los. Hallo. Der sieht nicht mehr so gut aus. Ah, Infusionsbeutel, Ehre. Aber... Alter. Das sind schon ein paar Messer, ne? Der wurde richtig zum Messerständer umfunktioniert, ey. Alter. Ah! Oh Gott. Oh. Alter, mein Herz. Okay, Infusionsbeutel wird jetzt angewandt. Bruder.
viele Sonne. Well, who the hell is that guy? It's just the new resident. The crazy one. Yeah, he's nuts. Always on drugs and alcohol. Don't mind him. He's probably out of it anyway. Everyone who lives here is fucked up anyway. Fuck him. Let's move on. Did you see what the batshit crazy old bitch did yesterday? Oh, I know. I've seen her. Oh, shut up, you cancer-breathing microwave. No one wants to hear it from you or your toasted brain. Hey, watch it with the toasted remark. Anyway, I hear she's been walking around the house completely naked. Like a fucking whore. What the hell's wrong with this old hag? Will you shut up? I'm trying to get some sleep here. Oh, boo-hoo! Big guy needs his sleep. By the way, you guys have been repeating the same walking around naked semi-joke for months now. I have some real news for you guys. Oh yeah? What's that, you twat? You're stuck with me. Don't you remember? I think if you'd had some news, I'd have heard it along with you. Yeah, right. You're sleeping 16 hours a day. My sources whisper me some great stuff. Your source is my ass. You're talking about that broom. You can't trust a broom, I tell ya. Oh, quit your whining, big guy. Let us hear about the news. I heard. And saddle up. It's big news. I heard that the old woman murdered her husband in cold blood. Not only that, but I heard that she plunged 7 knives in his chest, and that he's sitting dead in his study room. How crazy is that? Holy fucking shit. I could have told you. Oh, that's what that smells. It's exactly right. Alter, geht's mir gut, Alter? Was zum Fick ist das für ein Game? War noch ein Spiegel, ne? Ah!